Wir machen weiter mit dem Besten aus dem Katalog, liebe Zuschauer. Und da haben wir eine richtige Bereicherung für Sie, denn es geht um einen kleinen WLAN-HDMI-Stick. Und was macht der genau? Tja, kennen Sie das Problem, dass die Enkelchen wunderschöne Urlaubsfotos auf dem Smartphone zeigen wollen und sie ziehen sich die Lesebrille an und erkennen immer noch nicht so wirklich? Wäre doch viel schöner, wenn man die gleich auf dem Fernsehen anschauen könnte. Und Ralf, das kann man. Das kann man ganz, ganz einfach. So sieht dieser WLAN-HDMI-Stick aus, also HDMI-Steckplatz. Und den stecke ich jetzt einfach an einen freien HDMI-Steckplatz an meinem Fernseher. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, alles, was irgendwie auf externen elektronischen Geräten ist, darauf zu übertragen und dementsprechend im Fernsehen zu zeigen. Das kann vom Laptop sein, das kann vom Tablet sein, das kann aber auch vom Smartphone sein. Ich habe jetzt mal per Mirroring nennt man das auch, oder Miracast oder DLNA geht oder Airplay, habe ich das verbunden. Und jetzt sehen wir genau das Thema, was Vivian gerade gesagt hat. Ich habe hier mein Smartphone und das ist jetzt die Oberfläche des Smartphones. Bleiben wir noch einen Moment, oder schauen Sie mal parallel jetzt, schauen Sie mal, ich gehe jetzt über mein Smartphone ins Menü oder schaue einfach mal, was ich da alles drauf habe, die Nachrichten an und gehe wieder zurück. So, jetzt will ich dir aber meine Urlaubsbilder zeigen. Ich zeige jetzt natürlich keine Urlaubsbilder, sondern ich habe bei uns vorm Studio mal ein bisschen, da siehst du übrigens die Kamera jetzt noch, jetzt gehe ich aber in die Bilder rein, bei uns im Studio und vor dem Studio ein bisschen Pflanzen fotografiert. Aber jetzt stell dir vor, das wären Urlaubsbilder. Plötzlich sehe ich die in einer Qualität übrigens bis zu Full HD in bis zu Full HD und das Flackern, das muss ich jetzt noch kurz erklären, das ist ausschließlich wegen unserer Beleuchtung hier, wegen den LED-Lampen auf dem Fernseher ist das nicht zu sehen. So, und jetzt muss ich dir nicht hier meine Bilder zeigen, sondern sag, schau auf den Fernseher. Wuff, guck mal, da. Und bei uns vor der Tür, schöne Bäume hier. Oh. Guck mal, und das nächste hier, Riesenbäume, die auch Schatten werfen. Und das ist also wirklich phänomenal. Und da gucken wir jetzt mal. Und ich habe vorhin auch, glaube ich, mal irgendwo in der Galerie ein Foto von dir entdeckt. Guck mal. Und jetzt haben wir Vivian plötzlich drauf. Schau mal, was wir da noch drauf haben. Oh nee, den kenne ich. Den machen wir wieder weg. Den kenne ich. So, hier, unser Studio. Aber so sehen Sie, so können Sie jetzt Ihre Dia-Show machen. Und das geht natürlich nicht nur mit Fotos. Das geht super einfach auch mit Videos oder mit Spielen. Wenn Sie auf dem Handy spielen, geht das auch. Ich möchte Ihnen auch mal kurz was zeigen. Ich gehe mal wieder zurück zum ganz einfachen Bildschirm. So, und jetzt achten Sie auch mal parallel auf den Bildschirm, was passiert, wenn ich natürlich drehe. Gucken Sie mal, sehen Sie jetzt. Jetzt habe ich plötzlich den ganzen Bildschirm belegt. Das funktioniert natürlich auch. Also gerade wenn Sie Video spielen, komplett jetzt über den Bildschirm zurückgedreht, haben wir hier wieder die kleinere Ansicht. Aber jetzt können wir auch mal hier in den Videos suchen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Geschäftshandy ist, nicht mein privates. Ich würde jetzt auch keine privaten Bilder oder Videos von mir zeigen. Aber wir könnten schauen, ob wir hier jetzt, wenn ich Internetverbindung habe, schauen Sie mal, jetzt gehe ich mal ins Internet hier. Ja, wenn ich WLAN hätte, Scan Results, gehen wir mal, nee, habe ich jetzt nicht hier, macht aber nichts. Aber es wäre möglich, auch übers Handy jetzt ins Internet zu gehen und das am Fernsehen zu zeigen. Und das geht übrigens mit allen Systemen, also mit iOS, also mit Apple-Geräten, als auch natürlich mit Android-betriebenen Geräten. Und so einfach kann das sein. Übrigens, der Name heißt dann anders. Also das System heißt bei Android DLNA. Und da haben sich viele, viele Hersteller zusammengetan. Und natürlich bei Apple heißt es nur, heißt es Airplay. Aber es ist das Gleiche. Mirroring und Miracast ist auch das Gleiche. Also so kannst du das jetzt übertragen. Hier sehen wir den kompletten Stick. Das eine ist noch die Stromversorgung, aber wir haben ja am Fernseher auch einen USB-Stick, einen USB-Steckplatz. Dort kommt dann die Stromversorgung her. Ansonsten einfach in ein Netzteil hinein und schon ist es fertig. Mehr brauchst du nicht machen. Für DLNA und Airplay noch eine kostenlose App herunterladen. Das sehen wir jetzt auch bei Diana. Und jetzt kann ich meine Videos auf dem Fernseher anschauen. Ich kann meine Fotos auf dem Fernseher zeigen. Ja, und jetzt gerade so Urlaubsbilder. Du bist im Familienkreis und willst 4, 5 Leuten deine Urlaubsbilder zeigen. Was hast du jetzt gemacht? Lokales Wetter abrufen. Das Wetter abrufen. Ja, wir haben gerade kein WLAN eingestellt. Deshalb, cool. Sonst könnten wir. Aber das kannst du alles jetzt auch im Fernseher machen. Und ohne, dass man 7, 8 Köpfe übereinander stecken muss. Sondern das schauen wir jetzt auf dem Fernseher.
Geräte an. Und das alles ist möglich mit diesem kleinen HDMI-WLAN-Stick, der wirklich nicht die Welt kostet, 25,56 Euro. Und damit ist es möglich. Übrigens, unverbindliche Preisempfehlung von knapp 70 Euro. Also das ist auch schon ein enormer Preisvorteil, den wir hier wieder beim TV-Sonderpreis haben. Als hast du die Bilder ganz groß gemacht. Natürlich kannst du das auch. Ich habe es vorhin im Original gelassen, aber geht natürlich auch. Da wollte ich ein Foto machen und dann ist es irgendwie ein Video geworden, aber macht ja nichts. Ja. Also Sie sehen, das ist einfach perfekte Technik für den kleinstmöglichen Preis. Und wer wertet Ihren Fernseher nochmal auf, wenn es demnächst heißt, für Videos oder Urlaubsbilder anschauen, können Sie das vom Smartphone, so wie wir es jetzt gerade machen, direkt auf den Fernseher übertragen. Da sind wir Lutz und Anne-Kathrin. Wow, da sieht es auch wieder sommerlich aus. Das war noch in Buggingen. Hinten raus haben wir da auch schon mal ein Foto gemacht. Klasse. Stell dir mal vor, das sind jetzt, oh, das ist Lutz Hund, liebe Zuschauer. Stellen Sie sich das vor, das sind jetzt Ihre Urlaubsfotos. Das sind Ihre Fotos. Das ist doch toll, oder? Für 25,56 Euro, liebe Zuschauer. Ich nenne Ihnen doch schnell die Bestellnummer. Das ist die PX2434 und die 569. So einfach, wie das geht. Das ist ja super. Ja, das ist übrigens ein Viadukt, was wir hier sehen. Ich glaube, Ravenna Schlucht könnte das gewesen sein. Wessen Hund ist das? Lutz Hund. Das auch auf dem Vibrationstrainer. Hier, Lutz vor unserem alten Sendezentrum noch. Aber so kann man eben mal die ganzen Bilder durchgehen. Und das ist eben richtig toll. Und also wirklich auch mal ganz anders seine Bilder anschauen, in anderer Größe, in anderer Qualität. Und das macht auch Spaß. Oder dann eben Videos vorführen oder auch Videospiele spielen auf dem Smartphone, aber übertragen auf den Fernseher. Und dann macht es doppelt so Spaß. Oh, starker Haarwuchs, muss ich sagen, Vivian. Ja, ich rasiere mich täglich, liebe Zuschauer, um so frisch bei Ihnen hier sitzen zu können. Ach, schauen Sie mal, Kathi ist auch da. Also das ist ja süß. Ach Gott, ist das schön, liebe Zuschauer. 25,56 Euro und es ist so schnell und einfach in Betrieb genommen. Richtig, Ralf? Ja, natürlich. Also eingesteckt und dann verbunden. Das geht wirklich, wie sagt man, wie es Katzen machen, hat man früher immer gesagt, wenn irgendwas schnell geht. Es geht wirklich sehr, sehr unkompliziert. Es ist eine ausführliche Bedienungsanleitung dabei. Also Sie werden da auch keine Probleme haben. Und man muss es ja nicht wieder neu installieren. Man lässt diesen einfach stecken. Heutzutage haben Fernseher mindestens drei, eher vier HDMI-Anschlüsse und einer ist noch frei, da steckt man diesen Stick rein und schon ist es fertig. Und jedes Mal, wenn Sie das dann machen wollen, diese Übertragung vom Tablet, vom Handy oder von anderem, dann ist das ein Kinderspiel hier zu machen. Übrigens auch vom Laptop über die sogenannte DLNA-Technologie. Wenn es ein MacBook ist, dann geht es über AirPlay und hier sehen wir wirklich fantastisch. Aber wir hatten die ganzen Fotos gemacht, die hier auf dem Handy drauf sind. Lutz hat die Fotos gemacht, okay, aber egal. Sie haben mit Sicherheit schönere Fotos auf Ihrem Smartphone. Zeigen Sie die in voller Pracht und das geht eben mit diesem kleinen Stick vollkommen unkompliziert. Unter der Bestellnummer PX2434 und der 569 dürfen Sie zugreifen. Ralf, ich kann ja sogar da in die Fotos reinzoomen und wieder rauszoomen. Ja, natürlich. Du könntest jetzt sogar die Kamera öffnen und dann würden wir dich live sehen. Kannst du auch machen. Wenn du die Kamera aufmachst, dann sehen wir, guck mal, das war noch vor meinem Urlaub. Da war ich noch ein bisschen heller. Ja, im Moment, ich habe viel Sonne abbekommen. Aber das ist also wirklich phänomenal. 25,56 Euro, unser TV-Sonderpreis. Holen Sie sich diesen kleinen Stick. Der ist wirklich unglaublich oder kann unglaublich wertvoll sein, es einfach einzusetzen und bringt eben noch mal etwas mehr. Siehst du, jetzt hatten wir die Kamera drin. Boah, Hilfe! Ach, das bist du. Ich glaube, ich bekomme heute noch Ärger mit Vivian. Geht sie bitte in die Leitung, rufen Sie an, liebe Zuschauer. Wir unterhalten uns gleich doch mal hier, der Herr mit dem Dauerurlaub. Oh, ist das wunderschön. Das ist ja, oh, ist das schön. Geht sie in die Leitung, rufen Sie an, liebe Zuschauer. Falls Sie den Kollegen Jansen morgen nicht mehr hier sehen, dann wissen Sie, woran es gelegen hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Bestellen und Ausprobieren. Los geht's.